next time. Achso, dann ich darf ja jetzt nicht hingucken. Ich darf ja bei Lenny nicht hingucken. Ja. So, wem gehört die Karte? Von mir. Im neuen Film von M. Night Shyamalan, wer auch immer das ist, entdeckt Bruce Willis, dass in Wahrheit die ganze Zeit gewesen ist. Nein, ich darf ja nicht gucken. Ich gucke automatisch. Oh. Tschüss, Nicole. Oh, schade. Und schade, ja gut. Dann nehmen wir den gelben Schnee. Das muss das sein. Oder nee. Also gut, guten Tag, YouTube. Einmal mit fies arbeiten hier. Ey, die Aufnahme läuft ja schon lange. Ja, eben. Ja, aber jetzt sagst eben. Du erst Hallo, weißt du? Ja, wie sollte ich das sonst machen? So. Das müsste das sein. Wo kann ich jetzt sagen, dass ich fertig bin nochmal? Play. Also, erst also, eins und dann ja, bei ich dem einen das. Und dann bei dem anderen zwei. Hab ich da gemacht oder hat er es nicht genommen? Nee. Bei dem anderen musst du die zwei anklicken. Hat er es hier falsch? Das soll 1. Welches soll 1? Dann tu da wo 1 hin. Dann... Ja, hab ich schon so. Play, wo bist du mit? Nee, Play gibt's da nicht. Boah, ich hab's nur bei 1. So. So, jetzt. Man muss einfach warten. Okay. Ja, sowieso. So, dann wollen wir mal schauen. Schauen wir mal. Bruce Willis hat entdeckt, dass 72 feuchte Jungfrauen eigentlich die ganze Zeit gelber Schnee gewesen sind. Okay. Lecker. Aber ich glaube, da war er ja sehr, sehr traurig drüber. Mit der arme Bruce Willis Schnee. Hat entdeckt, dass die Barrikadentür die ganze Zeit über das Liebesgefühl von Donald. Shit. Bruce Willis hat übrigens auch entdeckt, dass ein Blasen bekommen, während man mit Mama telefoniert, in Wahrheit Zeit eine fröhliche Einschulung, würde ich sagen. Ja, das ist das. Und einmal im Ferienlager. Okay. Ich habe komische Filme geguckt. Wie viele Punkte haben wir denn? Bezahlen Sie einfach mit Ihrem ... Und alle, die jetzt von YouTube zuschauen, wir spielen Cards Against Humanity. Wir kommen so alle in die Hölle. So ungefähr. Die Hölle wartet schon. Ja. Plätze sind schon reserviert. Bezahlen Sie einfach mit Ihrem... Der goldbraune Schiss. Der verfolgt uns hier immer irgendwie. Ja, mit dem kann man immer zahlen. Oder ein nie endender Fluss aus Tränen von von Waisenkindern. Alter, da bist du ja reich. Wow, ey, ja. Wenn man sich so recht überlegt, ja. Oder bezahlen sie einfach mit ihren 12 bis 12-Jährigen. Nee, ja, der Gold. Kindersklaverei, was soll das? Der goldbraune Schiss, ey. Ja, der bringt's, ey. Ach ja. So, es stört mich ungemein, dich zu sehen, wenn du. Mal sehen. Was stört mich denn an euch so? Bisschen. Bisschen muss ja sein.
Oh Mann, das ist so böse. Was? So. Einmal stört. Die panische Angst vor engagierten Erregern in Italien. Ja, tote gut. Babys in dem Abwasserkanal. Alter, tote Babys in den Abwasserkanal. Oder zu dritt ein Grundschulkind ausrauben, vergewaltigen und dann in den Park leben. Ja, gut. Alter, Alter, Party. Alter! Du? Ja? Warum? Weil darum. Alter. Zum Scheuern und Putzen nur benutzen. Oh, ich muss gleich mal die Karten wegwerfen, ey. Nur, dass boah. Er sein Kindes benutzt. Oh, Alter, wie krank. Miley Cyrus. Wie krank einfach. Du benutzt als Miley Cyrus, ja. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Wird das dann auch sauber, oder? Es wird gesangsauber. Gesang sauber. Punkt, Punkt, Punkt. Ist eine Tradition in Sibirien. Alter. Ja. In Sibirien eine sehr bekannte Tradition, in ein Kondom scheißen zu knoten und es dann als Dildo verwenden. Oh, jedes Jahr an Weihnachten. Auch eine Tradition, ein herausgehender Piercing mit dranhängender Eiche. Oh, Alter, das wird dann gegessen. Da ging es ja meist harmlos, Camp, Siberian Style. Eine Tradition in Sibirien, fressen und kotzen. Nein, das Kondom. Alter, wie ekelhaft, ey. Nee, einfach nur. Was sonst? Pass auf, jetzt kommen tote Babys. Was sonst? Ich sehe es schon voraus. Okay. Das gehört dazu. Oh. Ich habe Angst. Warte, die Karte sieht mir ja da gar nicht. Was? Die Karte, die ich gerade eben gespielt habe, die war zu weit. Ups, die war nicht mehr in der Aufnahme. Ich muss ein bisschen größer ziehen, eventuell. Werde ich auch eventuell die mal in die Länge hier. Was? Suizid! Was sonst? Alter! Einfach prompt reingesammelt hier. So, anders geht's. Fachpraktika für Selbstbeschaffung. Was sonst? Ja, so kann man das auch nennen. Oder ein vollgewichtste Penispumpe. Was sonst? Alter, ihr seid ekelhaft. Ja. Wie gesagt, wir kommen alle in die Hölle. Okay, ich mag dich. Genauso krank wie wir, das stimmt. Ja, genauso. Genauso, humorvoll. Was gibt's im Himmel tonnenweise? Ja, mal sehen. Mal sehen, was es bei mir so tonnenweise gibt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Einmal gibt es allen Spaß am Anfang. Regenbogenfüße? Ja, eher weniger. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, komm, gegen die kann keiner was. Yes! Oh, Regenbogen. Burgen. Burgen. Ja, Deutsch, fremde Sprache, ja. Ich nix Deutsch.
Was? Ich dachte, ich heirate irgendwann eine Deutsche. Ich muss mal wirklich hier was aussortieren hier. Gut, dann nehmen wir das. Ja, das passt am besten. Alter. Alter, ja, ey. Die Nerd-Dildo-Sammlung mit Kindern getestet, von Mutter freigegeben. Was? Was? Ja. Ja, Donald Trump kann man auch testen. Den sollte man vielleicht testen. Braucht jetzt mal einen Testlauf. Alter. Wer von euch war das schon wieder? Ach, du warst es, Lenny. Du. schon wieder. Aber es, ich hatte Bock. Warum denn nicht? Expecto. Okay. Was expecton wir denn? So, wenn sonst nichts passt. Okay. Expecto twittern. Okay. Expecto mein Beziehungsstatus. Okay. Und Expecto Chemtrails. Immer die Chemtrails. Och Mann, ey. Ja, nie. Chemtrails, ne? Hallo, Akte X und so. Und sein Name ist... Donald Trump. Oh nein, ich weiß auch was viel Besseres. Sein Name ist Tote Babys. Das wär's, ey. Was haben wir denn hier? Und sein Name ist 24. Ja. Schön. Ja. Schöner Name. Wie geht's in 24? Und sein Name ist ein Gorilla im sexy Tanga. Nice. Wohnt mit ihm im Zirkus. Oder sein Name ist Sebastian. Oh. Oh. Komm, ey. Jeez. Nee, bitte. Ja, der Gorilla. Oh. Gorilla. Der Gorilla. Komm und schnapp sie dir. Was schnappt ihr euch denn so? Alter. Das wird gerade gleich sehr, sehr lustig werden. So, einmal schnappt man sich afrikanische Kinder. Kann man mal machen. Nur mit Pokéball, ja? Ja, natürlich. Ich hatte ja auch Hederhosen. Komm und schnapp sie dir. Hederhosen. Ja, das geht natürlich auch. Ja, nehmen wir doch mal die. Ja. Ach, Mann. Es läuft hier, jetzt läuft's. Wo läuft jetzt bei dir denn hin? Raus, alles raus. Oh. Oh. Na, hoffentlich kommt kein Land mit. Was? Okay. Alter. Okay, das Video wird definitiv ab 18 werden. Was? Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Mal gucken, was... Okay, wir machen die Weiber mit einer Raumstation voll außerirdischer Sechseidechsen gefügig. Mit der Ziegenfreundin von Erdogan und mit der Gasrechnung von Auschwitz gefügig. Oh, nicht schon wieder die Gasrechnung, ey. Ey, du hast die Gasrechnung in Ruhe, die kann auch nichts. Alter... Puh.
Ziegenfreundin. Ah, ja, die waren ja auch so richtig scharf. Okay. In meinem ersten YouTube-Video ging es um... Ich habe Angst. Ich habe sehr viel Angst. Angst 2? Oh, ja, soll endlich mal kommen hier. Angst 2. Das letzte Schamhaar. Was? Was? In meinem ersten YouTube-Video ging es um Beständigkeit. Ja, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. In meinem ersten YouTube-Video ging es um Natursenkspiele. Oh, ja. Oh nö. Oh, oh ja, Paddy. Oh ja, und wie. Oh, in ja. meinem ersten YouTube-Video ging es um Kinder mit Arschkrebs. Oh. Alter. Ich würde mal sagen, wenn Paddy Lust hat, könnte er doch bei der nächsten Runde doch eigentlich auch gar nicht so gut auf dem TS kommen. Wir können hier die Daten reinklatschen. Oder wir gehen auf den Discord, je nachdem. Ja, Discord, ja, der Bot hat den Link nicht drin. Die Natursenkspiele eindeutig. Ach, die kann man doch einfach reinhauen. Ja, kann man auch. Studien belegen, dass Laborraten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie ausgesetzt wurden. Ja. Passt am besten in den Grund. Was belegt denn die Studie? Einen Moment der Stille. Ausgesetzt. Okay. Ja, Silence. Sie haben einfach Silence gespielt. Es war einfach Totenstille. Alle waren schon tot in der Umgebung. Genau. Vergewaltigung im Knast. Ja klar, da würde ich auch schnell laufen. Oder sich kurz vor dem Platzen befinden. Eitrig und geschwollene Embryonen. Nee. Hey, nee, dann nehme ich doch lieber die Vergewaltigung. Yay. Yeah. Oh, lieber. Alter. Ja, hallo? Okay. Ja, scheiß auf einzige Dinge. Mein Schwert, mein Bogen, meine Axt. Was jetzt noch fehlt, ist... Ja, was fehlt denn jetzt noch? Boah. Die Community wird sich, wird mich schlagen. Warum denn? Die freuen sich doch bestimmt nur. Nee, das... Es ist nicht mehr feierlich. Wenn es jemand aus dem Community schlecht geht... Oh, das fehlt noch! Sich in einem Hochhaus stürzen und merken, dass man doch nicht fliegen kann, sondern nur unter dem Einfluss von Drogen zu viel RTL und Helene Fischer sieht. Boah. Alles klar. Ehrlich? Und einen Schokoladenpenis, der Was denn hätte ich gerne? Was geht mit dem ab? Natürlich. Natürlich. Ohne geht's nicht. Alter, ich sowas wird nicht für den gut. Da muss ich einfach sagen, Daumen hoch. Jesus ist. Jesus ist. 50 Shades of Grey. Nein. Rick Grimes wieder einmal nach seinem Sohn schreibt. Und ein Schizophrener dran mit ihm. Ja, alles ganz schön. Jesus ist so schizo, Mann. Alter. Ich schaue gleich ein Foto mit Rainer Kalmut und... Nein. Alter. Nein. Nein. Das tut mir jetzt schon nein. Mal. Nein! Wieso? Nur nein! Wer macht sowas? Ich weiß es nicht.
Wieso gibt es solche Antworten? Komm, hau mal raus. Ich habe ein... Ja, Porno mit Akalmund und... Josef Goebbels, Alter, nein! Upsi! Wollte sie kurz reingucken? Auch sehr, sehr super zum Angucken. Rainer Kallmund und ein kleines Pony. Oh. Ein kleines Pony. Okay. Rainer Kallmund und der Tag des jüngsten Gerichts. Oh. Nein, also Goebbels oder Pony? Goebbels oder Pony? Was? Wieso Pony? Was? Das andere nicht. Nein! Yeah. Wieso nicht? Wieso nicht? Ihr Dick und der Faschist. Heißt er dann. Ja. In Profi-Baseball wurde verboten, weil es Spielern Vorteil verschaffte. Oh, das würde passen. Was wurde dann alles so verboten? In Profi-Baseball wurde... dir von hinten einen heiß. Boah. Arsch schieben lassen, bis sie platzt und dein Arsch nach Chemie-Donut riecht. Oh. Verboten. Weil er so ein Spiel einen unfairen Vorteil verschafft. Oh. Alter. Alter. Wer denn? Wer macht das? Das ist ja ekelhaft. Oh, nee, ey. Ist ja noch schlimm. Oh. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Oh, ja. Paddy, ey, du kommst so in die Hölle. Sowas von. Ey, ich sag einfach nichts dazu. Du brauchst, du kriegst den Thron, ey. In der Hölle. Was hilft Merkel beim Entspannen? Ach, Anna, brauchst du nicht verstehen. Nee, Anna, das brauchst du wirklich nicht. Anna, magst du mitspielen? Ja, noch Plätze frei. So, einmal sich beim falschen Mädchen für den Sex der letzten Nacht. Oh! Oder eine Mikrowelle zur Abtreibung. Alter! 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 Abendessen. Oh! Arschfreie Hose! Oh, nee. Das muss Alter! Yes! Ein Hoch auf die Mikrowelle-Abtreibung! Naja, spart den Lieferdienst. Was? Gerüstetes Baby. Nee. Ach ja. So, nee. Alter, wer was? Alter. Erst das indische Essen und dann die Toilette nicht. Ja. Das passt irgendwie. Ja. Das passt wirklich. Ich wähle dich. Oh, was wähle ich denn? Oh. Ich habe Angst. Ich wähle dich, der 20 Cent macht. Okay, ich wähle dich, Vulgarität. Und ich wähle dich, ein Fötus. Okay. Ich wähle den Fötus, ja. Yeah. Soll das ein Hoch auf den Fötus. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo eine Anspielung war. Ich weiß es auch nicht. Und fertig ist ein perfekter Männerabend.
Was ist euer perfekter Männerabend? Erzählt es mir. Die Ritter mit den Kokosnüssen und... Oh, nein! Oh, ich dachte... Alter! Oh. Und rausziehen, fertig, ist doch perfekt im Männerabend. Ich hatte gerade versehentlich auf Vote gedrückt, aber Gott sei Dank reagiert er dann nicht, wenn die Karten nicht offen sind. Okay, gut. Drei Siebenjährige, weil sie besser als eine 21-Jährige sind und... Vergewaltigung und Plünderung. Fertig ist ein perfekter Männerabend, Alter. Da tut sich schon wieder Abgründe auf. Alter. Ein Sockenfetisch und Timmy. Fertig ist ein perfekter Männerabend. Ja gut. Die 21-Jährige oder das Rausziehen? Nein, ich will den Link nicht scheren. Ja! Ich komme so in die Hölle. Nee, ey. Nee, Frau Liebesborner, das geht gar nicht. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Ja, worauf wohl? Oh. Also einmal auf bestückelte Babyleichen. Oh, was? Vom Mundwasser betrunken werden? Ja, ist so lame. Alles klar. Was so hart wird, dass was mit rauskommt. Ja, so richtig, sagen, so richtig gewurst. Was? Ich glaube, da hat jemand gewonnen. Ja. Würde ich auch sagen. Noch ein Auto. Ja, aber ich würde gerne meine Aufnahme mal gerne mal eben unterbrechen, weil 27 Minuten. Ja, dann mach das. Dann wünsche ich mal hier auf YouTube mal Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüsseli. Und seid anständig und kommt nicht in die Hölle. Tschüss. Nicht so wie wir.